23. Oktober 1967 habe ich angefangen und am 1. Mai 2016 aufgehört. Immer wenn ich hier reinkomme, ich komme immer alle 2 Wochen oder 3 Wochen, dann ist das so, als ob ich nie weg war. Es gehört einfach zu meinem Leben. Meine Familie ist jetzt in dritter Generation mit mir hier. Mein Großvater hat hier angefangen, auch seine Ausbildung gemacht und um die 45 Jahre im Unternehmen gewesen. Familie ist für mich die Firma Rössler. Ne? Ich bin 31 Jahre hier, identifiziere mich mit der Firma. Wann ich mich aus meiner Kindheit noch gut erinnern kann, und das ist eigentlich bis heute geblieben, das ist so der Geruch, wenn man bei uns in die Produktion reinkommt. Da riecht es einfach nach Papier und ja, den Geruch, den habe ich eigentlich noch nirgendwo anders so gerochen wie bei uns hier in der Produktion. Man ist sehr nah dran an den Kunden, man ist sehr nah dran an den Produkten, an den Mitarbeitern ist quasi immer am Puls der Firma und des Marktes und das macht unheimlich viel Spaß. Für mich sind so mit die schönsten Momente, wenn ich im Betrieb bin und kann mit den Mitarbeitern zusammen an den Produkten arbeiten. Und wenn dann die Produkte nachher auf der Messe gezeigt werden, wunderschön dekoriert und ihren kleinen Auftritt haben, dann bin ich besonders happy. Diese Arbeit, die ich täglich mache, ja und schon wie gesagt seit 28 Jahren, muss von Herzen kommen. Mit viel Liebe muss man das machen. Dann kommen auch die schönen Produkte zustande. Zwischen 1 mm und 5 mm rendern wir ja praktisch alles. Ja, und das ist die Besonderheit, das zu erlernen. Kann auch bis 2-3 Jahre dann dauern, ehe man Hüllen, Karten, Bogen, ehe man das alles kann. Ja. Und das sind solche Sachen, bis heute mache ich das gerne. Wir bilden verschiedene Abteilungen aus, um dieses Know-how über die Jahrzehnte auch weiter zu transportieren. Wir als Team von Produktentwicklung und Marketing haben aktuelle Trends, aber auch unsere Traditionen täglich im Fokus. Wir versuchen, bestehende Produkte weiterzuentwickeln und den Bedürfnissen unserer Kunden anzupassen. Auch gerade weil es eben alte Maschinen sind, gerade weil wir so viel fertig arbeiten, gerade weil wir so viel Papiere haben. Wir machen etwas, was nicht mehr jeder andere kann. Das ist Rössler. Rössler ist ein Familienunternehmen, in dem sicherlich die ökonomischen Gesetze gelten, aber darauf hinaus auch weitere ethische Werte da sind. Für uns sind die Mitarbeiter Menschen. Menschen sicherlich, die auch Leistungen bringen müssen, aber zuerst auch mal Menschen, die da sind und die respektiert werden wollen. Und das leben wir, glaube ich, in einem recht hohen Maße.